Hey ho, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich mal so ein bisschen anderes Thema. Ja. Und zwar geht es heute um meine Brillen und um meinen Schmuck. Weil ich werde immer und immer und immer und immer und immer wieder darauf angesprochen. Insbesondere zum Beispiel auf Instagram. Ich kriege sehr viele private Nachrichten dort. Oh, deine Brille ist toll. Und Jenny, hast du eine neue Brille? Und Mensch, deine Ohrringe, wo hast du die her? Und ja, das will ich heute mal mit euch besprechen. Ich hoffe, es interessiert euch und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Es geht direkt los. Fangen wir an mit der Brille. Ich bin leidenschaftlicher Brillenträger. Ich trage ab und zu auch mal Kontaktlinsen. Aber ehrlich gesagt nur fürs Video, ja, wegen des Augen-Make-ups zum Beispiel, oder manchmal ist es auch einfacher, sich zu schminken, wenn man Kontaktlinsen trägt. Ansonsten mag ich mich mit Brille am liebsten. Ich trage auch eigentlich schon immer Brille. Ich habe sehr, sehr, sehr schlechte Augen. Ich habe minus 5,5 auf beiden Seiten. Halleluja! Ja, also ich bin fast blind. Und dementsprechend ist so eine Brille auch immer eine echte Investition, insbesondere wenn es um Brillen geht, die so einen feinen Rand haben. Da müssen die Gläser sehr dünn geschliffen werden, das ist immer sehr teuer. Ja, also hier in dem Fall sind die Gläser ziemlich dünn und sie sind immer schmutzig bei mir. Oh Gott, ich bin so eine Brillenschlampe, Leute, gibt's gar nicht. Wir fangen gleich mit der hier an, die auf meiner Nase sitzt. Das ist eigentlich auch die, wo ich am zweithäufigsten drauf angesprochen. Nein, eigentlich ist es egal. Auf alle werde ich angesprochen. Das ist aber meine neueste. Die habe ich mir 2019 zum Geburtstag gewünscht. Ja, denn das Brillengestell ist gar nicht so teuer, aber die Gläser, die hauen immer richtig rein. Die hier ist von Ray-Ban. Ich habe früher mal gesagt, oh, Ray-Ban, hört mir auf. Ja, alle tragen Ray-Ban, will ich nicht. Aber tatsächlich habe ich zwei Ray-Ban-Brillen. Und die hier ist auch immer noch relativ aktuell. Es gibt die in einer etwas kleineren Variante. Ich habe hier die größere. Und die gibt es auch in verschiedenen Farben. Die gibt es zum Beispiel auch noch mit so Hornoptik vorne. Und die gibt es auch in Silber und so weiter. Also ich finde halt hier besonders schön. Wartet mal, ich setze mal eben eine andere Brille auf, damit ich sehen kann, was ich in der Kamera mache. Das ist doch eine richtig gute Idee, weil ich habe sie ja gerade alle hier liegen. Das ist nämlich schon mal die zweite Ray-Ban. Wenn ihr das vielleicht sehen könnt, hat die oben so kleine Riffelungen und auch hier hat sie so ein kleines Muster und da auch, finde ich richtig schön, das macht sie so ein bisschen besonders. Und da ich im Moment wirklich fast ausschließlich Gold trage, das werdet ihr jetzt auch gleich sehen, weil hier gibt es heute nur Goldschmuck, trage ich diese Brille super selten. Gerade, denn das ist auch eine Ray-Ban-Brille, aber wie ihr seht, in Silber, eine Pilotenbrille. Die ist schmutzig. Ich hätte es ja mal sauber machen können, ey. Unglaublich. Bei der sind die Gläser schon etwas dicker, weil die eine große, weil es eine sehr große Brille ist. Es ist immer sehr schwierig mit dem Einschleifen. Die ist allerdings, ey, ich weiß es nicht. Also locker 5, 6 Jahre alt. Ich kann es gar nicht mehr sagen. Also sie ist schon relativ alt. Das ist aber ein ganz gängiges Sonnenbrillenmodell. Das ist keine normale Brille, sage ich mal, von Ray-Ban, sondern es ist eine Sonnenbrille. Und die gibt es auch wirklich in sehr, sehr vielen Farben, Varianten, auch immer noch aktuell zu haben. Ja, sehr schöne Brille. Dann kommt so der Star of the Show. Ich glaube, ich werde auf die Brille am meisten angesprochen. Und zwar die hier. Ich habe keine Lust auf Augen-Make-up-Brille, ja, weil sie ist sehr markant. Sie frisst quasi jedes Augen-Make-up, was man macht. Und ist auch leider die Brille, wo ich euch sagen muss, rankommen ist so einfach nicht. Die ist von Trenoir. Das ist eine Brillenmarke aus den USA. Also meine Tochter wird 4 im Sommer und ich glaube, die Brille, da war ich noch aktiv auf Messen unterwegs, ist vielleicht von 2012 oder sowas.
Ja, also sie ist schon relativ alt. Und das ist auch eine Sonnenbrille. Ups, das ist auch eine Sonnenbrille. Und die habe ich mal, ich bin früher sehr viel auf Tattoo-Messen gewesen und auch auf so Oldtimer-Messen. Und da hatte ich einen Bekannten und der hat diese Brillen vertrieben. Und gab zwischenzeitlich mal einen deutschen Online-Shop. Ich versuche mal das zu finden und euch das zu verlinken. Dieses Modell heißt Sophia. Es gibt die auch noch in so Grau. Also die ist ja hier so goldbraun. Gibt es auch noch in Grau. Eigentlich hätte ich die auch noch ganz gerne. Sind übrigens die, ich finde, diese Brillen sind sensationell. Die sind sehr wertig. Also die haben eine extrem geniale Qualität und wirklich ein Traum. Und dann sind wir schon fertig mit den Brillen. Die wollte ich euch gerne zeigen. Und jetzt legen wir los mit Schmuck. Ja, Schmuck. Da habe ich ziemlich viel. Im Moment wirklich nur Goldschmuck, weil ich trage im Moment einfach, ja, kein Silber. Das ist einfach so. Ich zeige euch mal, über was ich mit euch sprechen will. Fangen wir mal an mit dem, was ich hier heute trage. Die hier sind von H&M. Ja. Das ist erstmal das Erste, was ich sagen muss. Ich kaufe öfter mal Schmuck von H&M. Auch die Kette hier ist von H&M. Die habe ich sehr häufig an. Die ist relativ nah an meinem Hals. Ihr werdet, wenn ihr sie seht, ihr seht sie sehr häufig in meinen Videos. Auch eine schöne Kette. Klar, H&M. Ja, das ist kein Echtgoldschmuck. Das ist nichts, was euch für die nächsten 100 Jahre hält. Aber mal ganz ehrlich, bei der Hülle und Fülle an Schmuck, den ich hier habe, ist das nicht so ein Drama, ja? Also ich trage die halt und wenn sie ein bisschen bei Gold ist, ist es ja auch oftmals so, dass es dann ein bisschen sich abwetzt. Ja, dann gut, dann war es das halt, ne? Also das ist jetzt nichts Besonderes so. Aber ich kaufe da gerne und auch ziemlich viel Schmuck. Dann gelegentlich mal bei Rossmann. Ich muss aber sagen, im Moment gefällt mir da nicht wirklich was. Ich habe aber hier so zwei Sachen, die habe ich da mal gekauft. Zum Beispiel diese hier, diese Dreiecke, diese großen, die trage ich ganz, ganz oft. Also die habt ihr schon ganz oft bei mir gesehen. Die sind zum Beispiel von Rossmann. Und auch diese Kreolen, diese gezwirbelten, auch die, weiß ich nicht, die trage ich super oft und ich werde auch eigentlich auf die fast immer angesprochen. Die sind auch von Rossmann. Die gibt es natürlich jetzt nicht mehr, ne? Ist halt immer so, ne? Gerade bei Rossmann, das ist so, das kommt und geht ganz schnell. Ja, dann sind sie weg. Leider auch bei denen, die sind von Accessorize. Also die sind eigentlich echt so eine meiner liebsten Ohrringe. Das sieht so geil aus, weil dieses Dreieck ja hinterm Ohrläppchen und vorm Ohrläppchen ist. Die könnte ich eigentlich auch mal wieder tragen. Habe ich schon relativ häufig in meinen Videos angehabt und irgendwie in den letzten Tagen gar nicht so oft drin gehabt. Wartet mal. La-di-da-di-da. Schuh. Pass auf, jetzt ohne Spiegel, never ever. Die kriege ich nie ohne Spiegel rein. Doch. Das ist doch schon mal was. Seht ihr? Sieht doch mega cool aus, oder? Also das ist wirklich so ein Teil, so ein Glücksgriff. Wisst ihr? Also manchmal gibt es das ja, dass ihr so denkt, wow, ach, ein Glück habe ich die bekommen. Es geht mir tatsächlich auch mit denen hier so. Ihr könnt sehen, die haben diese Hornschildblatt-Hornoptik und dann diesen einen goldenen dazwischen. Ich finde die mega. Also die sind von H&M und die hier sind von Accessorize. Ja. Dann ein großer Posten, ich drapiere die mal eben, sind bei mir tatsächlich Ringe von Aces, weil Aces hat ja Aces Curve, also die dicken Variante quasi. Und wartet. Davon gibt es auch Ringe. Ja, die Ringe sind hier alle, mal abgesehen von dem hier, das hier ist ein Erbstück von meiner Oma. Das ist ein Perlenring. Das hier drunter ist mein Ehering aus Weißgold, ja. Und die anderen sind aber alle von Aces.
weil die sind halt ziemlich groß. Die passen auch auf meine dicken Finger. Wobei es ganz witzig ist, weil mein Ringfinger super zart ist im Vergleich zu allen anderen. Ja, ich kaufe sehr häufig Ringe bei Aces, muss ich sagen. Aber eigentlich nur Ringe. Ich habe sonst, glaube ich, nichts. Nee, ich habe sonst nichts von Aces. Ich kaufe da wirklich ziemlich häufig Ringe und ja, ganz oft haben die halt auch so Sets. Ich finde ja zum Beispiel auch den hier richtig toll. Den trage ich super gerne. Diesen doppelten, ne, der ist so, den trage ich mega gerne. Wirklich, der gefällt mir total gut. Aces. Genau. Dann lege ich ziemlich häufig auch mal selbst Hand an. Ich habe zum Beispiel hier so eine Kette, die ich super liebe. Diese hier. Das ist, diese Rose ist von Tosh. Übrigens, Tosh hat auch ziemlich geilen Schmuck. Und darunter ist echt aus so einem Öko-Teeladen so ein kleiner Rosenquarz. Und die habe ich jetzt neulich mal zusammengebastelt und finde sie halt so richtig, richtig hübsch. Sowas mache ich zum Beispiel auch ganz oft mal. Oder ich stehe halt voll auf Edelsteine, ne? Ich stehe richtig auf Edelsteine. Dann habe ich mal gekauft in so einem, ja, wo war das? Wartet mal. Ach genau, wir waren im Harz in der Tropfsteinhöhle. Und da habe ich diesen Goldfluss, dieses Goldflussherz gekauft. Das hat halt in der Mitte so ein Loch und üblicherweise macht man sich sowas ja an so ein Lederband oder so. Ich bin nicht so der Lederbandtyp. Und ich habe das jetzt einfach an so eine Kette gehangen von Tosh. Ist die Kette auch. Und habe es da einfach so reingefädelt und ja, liebe das, liebe das. Dann natürlich, Weihnachtsgeschenke habt ihr ja schon gesehen bei mir. Und zwar hat mein Mann mir, man muss doch schon mal was runterschmeißen, nicht wahr? Hat mein Mann mir von Regal Rose diese wunderschönen Ohrringe geschenkt, ja. Was ich halt ganz cool finde, weil das sind große Kreolen und die Rosen kann man einfach rausnehmen oder reintun, wie es einem beliebt. Sowas liebe ich, ja, werdet ihr auch gleich noch sehen. Sowas finde ich einfach toll und ich finde sie, oh mein Gott, ich finde sie so schön. Super aus. Genauso wie diese Labradorit-Ohrringe. Auch die habe ich zu Weihnachten von meinem Mann, hört mal auf so zu schunkeln, von meinem Mann bekommen. Die sind mega schön, nur leider, ihr werdet nie sehen, wie wunderschön die in echt aussehen, weil diese Labradorite, die haben halt so ein, einfach, sie sind einfach schön. Und auch diesen Anhänger habe ich gekriegt von meinem Mann. Es ist so niedlich, so eine kleine Hand, die so ein Brilli hält. Ich habe mittlerweile die Kette ausgetauscht, da war so eine ganz feine Kette dran, die war mir zu fein. Und habe da so ein bisschen, die ist auch von Tosh, die Kette, glaube ich, gröbere Kette dran gemacht. Ja, sowas mache ich öfter, wisst ihr, wenn es mir einfach, wenn mir irgendwas davon nicht gefällt, dann baue ich das einfach um, ne? Jetzt kommt aber der größte Posten und eigentlich der wichtigste. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wisst, aber ich sag's zum tausendsten Mal, glaube ich. Ich bin Piercerin, ich habe mein eigenes Piercingstudio. Und Piercing-Schmuck ist mein Business, ja, und auch meine Leidenschaft. Und bevor ihr jetzt alle abschaltet, die nicht gepierst sind, es ist so, dass sehr viele Piercing-Händler oder insbesondere auch meine beiden Piercing-Händler, bei denen ich am häufigsten bestelle, sehr viel Schmuck auch haben. Also nicht nur Piercing-Schmuck, sondern auch Sachen, die man in die Ohren machen kann oder Ketten, Armbänder. Habe ich jetzt nicht so viel von meinen Händlern, hauptsächlich Ohrschmuck werdet ihr sehen. Und das wollte ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Also zum einen natürlich haben meine Piercing-Händler Piercing-Schmuck, wie jetzt hier zum Beispiel dieser für Septum-Piercing, für die Nase oder auch ganz viele Ringe, unheimlich viele Ringe. Ich habe die hier alle so in meinen Ohren verbaut, seht ihr immer mal wieder. Wunderschöne Ringe oder auch der hier zum Beispiel, der hat so kleine Opale. Kann man im Grunde auch überall tragen, diesen Schmuck. Ne? Theoretisch könnte man sich das auch in die Ohrringe machen, in die Ohrlöcher. Auch jetzt hier so zum Beispiel von meinem, ich habe ja hier
Die sind zum Beispiel, das ist so ein Über- und Über-Glitzerring oder auch hier so ein, der ist so ein bisschen gezwirbelt oder es ist ein Schlichter, da hängt so ein kleines Dings dran. Oder auch der, den ich in der Nase trage, den kann man super, kann man die auch im Ohrläppchen tragen. Ne? Also es ist sehr easy peasy, gerade im Moment sind ja Kreolen sehr, sehr populär. Und ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall da mal beim Piercing-Shop nachzugucken. Ich verlinke euch auf jeden Fall meine beiden Piercing-Händler und alles, was ich sonst noch so finde, natürlich unten in der Infobox. Aber was ich halt zeigen wollte, so zum Beispiel mein Stammhändler, ist, die heißen Trendline Collection. Ich habe haufenweise Schmuck von denen. Und was halt das Geile daran ist, wenn ihr da normalen Schmuck kauft, der ist fast immer aus Stahl, ja, aus Chirurgenstahl. Mittlerweile sind die Händler so, dass sie fast alles in allen Farben anbieten, also in Gold, in Roségold, in Silber und in Schwarz. Ja, das heißt, ihr habt eine Hülle und Fülle an Möglichkeiten. Und ich weiß jetzt zum Beispiel, dass es diese hier jetzt nicht mehr gibt. Ja, das ist ein Piercing-Stecker tatsächlich, aber das hängt da unten so ein Ding dran. Ich trage die super gerne, genauso wie diese hier. Das sind so kleine Kreuze. Ihr seht, hinten ist ein Piercing-Stecker. Könnt ihr mit ein bisschen flutschi, weil sie sind ein bisschen dicker, auch in eure normalen Ohrläppchen machen. Auch die trage ich häufig. Oder diese Kreuze, oh meine Güte. Das ist jetzt zum Beispiel eine roségoldene Variante. Oben ins Ohrläppchen rein und dann hängt das. Man kann das zum Beispiel auch, viele haben ja jetzt ein Helix-Piercing, es ist sehr in, oben im Helix tragen, kommt ein bisschen auf das Ohr an, einfach wie das ja gewölbt ist, sage ich mal. Aber sowas hat halt der Piercing-Händler auch. Und das war jetzt zum Beispiel Trendline Collection und dann bestelle ich auch gelegentlich mal bei Wildcat. Das ist auch ein sehr, sehr großer, sehr bekannter Händler für Piercing-Schmuck. Die haben auch sehr viel Schmuck und extrem geile Ohrringe, Leute. Also ehrlich, also Wildcat ist mit Ohrringen alter Schwede. Es ist natürlich alles so ein bisschen auf die Tätowierten quasi und Gepiersten so ein bisschen ausgelegt, aber auch sehr viel Schmuck, der tragbar ist für die anderen, die halt nicht in dem Bereich tätig sind. Ja. Zum Beispiel diese hier, also die seht ihr, glaube ich, bei mir in fast jedem zweiten Video. Ich liebe diese Ohrringe. Die sind halt auch aus Stahl, das bedeutet für euch, die werden sich nicht abwetzen, die werden nicht, die könnt ihr Tag und Nacht tragen, damit geht ihr schwimmen, damit. Ne, also das ist, Stahl ist halt einfach ein geiles Material und auch hier ist es wieder so, ihr könnt die rausnehmen, diese kleinen Anhängerchen und habt dann quasi ganz schlichte, hübsche Kreolen. Ich habe die auch nochmal in der Variante mit einem Kreuz. Ich mag gerne Kreuze. Ich bin so ein, wisst ihr, 90er Jahre Kind, wisst ihr, Kreuze, Kreuze und ich. Ne? Mit so einem kleinen Kreuz habe ich die zum Beispiel auch noch. Und ich finde, dass gerade diese Kreolen sind einfach, die gehen immer. Und es gibt auch diese zum Beispiel jetzt bei Wildcat auch wieder in Silber, in Rosé und in Schwarz. Die Auswahl ist da sehr groß und ich bin absoluter Fan von Schmuck aus dem Piercingladen. Ja, also finde ich eigentlich fast am geilsten, weil das ist, ich habe natürlich meinen Modeschmuck, meinen, ich nenne ihn immer liebevoll Billigramschmuck, ja, so wie jetzt diese Ohrringe von H&M, aber ich habe halt dann so ein paar Schmuckstückchen dazwischen, die mir ganz besonders am Herz liegen. Dann habe ich einen Faible für Mondstein. Ja, und ich bin so mega enttäuscht, es gibt so wenig Auswahl Mondsteinschmuckmäßig irgendwie. Von mir aus dürfte überall ein Mondstein drin sein. Und da habe ich mir ja letztes Jahr von meinen Freundinnen diese Ohrringe gewünscht. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Das ist so ein typischer Fall von, ich möchte sie besonders schonen. Ich habe Angst, dass sie kaputt gehen, deshalb trage ich sie nicht so oft. Blödsinn, ja. Aber guckt bitte mal, wie wunderschön sind. Und die sind vom Shop New One, heißen die. Ja. Gibt es auch ganz nette Sachen, aber die sind ja wohl, oh, ich liebe die so wunderschön, ja. Also Mondstein und ich, ne, ich könnte, alles dürfte bei mir Mondstein sein, aber die Auswahl an Mondsteinschmuck ist irgendwie sehr mager. Ich hoffe, das wird jetzt demnächst mal richtig hart Trend, damit ich alles haben kann, was Mondstein hat. Ja. Ich glaube,
Das war alles, was ich euch zeigen wollte. Ein Tipp am Rande. Für alle unter euch, die gepierst sind, ja, dadurch, dass Piercings im Moment so übertrieben im Trend sind, also gerade Piercings im Ohr sind ja heute der absolute Trend, gibt es auch an jeder Ecke Piercing-Schmuck. Lasst es. Natürlich, wisst ihr, ihr seht ja, ich trage auch Billigkram, ne? Aber nicht in meinen Piercings. Ja? In meinen Piercings trage ich Schmuck, der für die Piercings gemacht sind. Wenn ihr jetzt bei Rossmann zum Beispiel irgendeinen Piercing-Schmuck kauft, dann habt ihr oft das Problem, nicht unbedingt, dass die Qualität mies ist. Ist sie meistens mies. Aber davon mal abgesehen, ist es oft so, dass viele Sachen einfach nicht passen. Ja? Zum Beispiel zu dick sind, zu dünn sind, zu lang sind, zu kurz sind. Und das schafft Ärgernis. Ja? Das heißt, ihr kauft euch bei Rossmann für 8 Euro, weiß ich, einen Nasenring, der ist viel zu dünn. Ja? Der, oder ein Ohrpiercing, das ist viel zu lang. Ja? Und dann ärgert ihr euch. Deshalb mein Tipp an euch alle. Lasst diesen ganzen Billig-Ramsch sein. Ja? Es ist wirklich Geschmackssache. Ne? Es gibt Leute, die sagen, ich kaufe mir lieber 10 Schmuckstücke, die sind total billig, als eins, was total gut ist. Okay, könnt ihr machen, ja, von mir aus. Aber geht einfach zum Piercer. Der Piercer weiß genau, was in euer Loch rein muss. Ja? Also, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich hätte gerne einen Ring für meine Nase, dann weiß ich genau, welchen Durchmesser muss der haben, welche Dicke muss der haben, das messe ich aus, das gucke ich mir an und dann kaufen wir ein perfekt passendes Schmuckstück für das jeweilige Loch und das hält euch dann auch für immer und ewig, meistens. Ja, deshalb, das ist so mein Tipp am Rande, kauft nicht so viel billig Piercing-Schmuck. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir mal, wo ihr euren Schmuck am liebsten kauft und haut raus, wenn ihr einen guten Tipp habt für Schmuck mit Mondsteinen. Tschüss!